Ja, wir sind immer noch im Dschungel. Oh. Immer noch Gefahren. Und mal gucken, was uns nun erwartet. Die letzte Folge war ja mal wieder rasant. Mal gucken. Erstmal ausprobieren. Es geht also nicht. Können wir da rüberspringen? Okay, wir können da runter. Erstmal wieder Kundschaften hier. Da können wir klettern. Sag mir nicht wieder aufzutöten. Was? Ich töte, um meinen Sohn zu schützen, meinen Freunden zu helfen. Aber ich bin niemandes Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung. Nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht wegen Schulden hier. Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen. Und das soll ich einfach so hinnehmen? Freya. Genug. Was ist das denn hier alles? Können wir da nicht durch? Naja. Ich dachte, das wäre mal wieder ein großes Rätsel. Wir müssen nur durch die Türen da vorne. Ja, ich glaube, da kommt gleich einer. Die aufmachen, 100%. Oder? Da. Ich spüre die Quelle der Magie, die mich in Midgard hält. Was ist das hier? Mein Zuhause. Ich bin hier geboren. Moment. Irgendwas stimmt nicht. Opinbera. Welten, warum Wurzeln zu Odins verdammten Knoten gebunden? So hat er das geschafft. Komm schon! Freya! Mietaube? Das Wesen! Gehört es zu Odin? Nein, es schützt Yggdrasils Wurzeln, wo immer sie sind. Der Bastard hat damit gerechnet. Was machst du denn da hinten? Los, hinterher! Ich muss an die Wurzeln rankommen. Wie in die Wurzel. Alter, ey. Keine Nackenschläge. Ah, warte. Was machst du denn? Los, angreifen! Ah, na gut. Du hast jetzt ihre Aufmerksamkeit. Bleib dran! Jawohl. Ja, wir machen das Stück für Stück hier. So. Alter, das ist ein Viech.
Ah, können bis jetzt gut noch. Wenn ich die Warnerhelmwurzel befreie, kann ich dir helfen? Die Kreatur schaffe ich schon. Kümmere dich um die Wurzeln. Ich versuch's. Ich hab es. In diesem Fall. Schnell! Endlich! Du bist frei. In Warnerheim, ja. Aber es gibt mehr Wurzeln. Sie beschützt sie mit ihrem Leben. Komm, er ist jetzt geschwächt. Aua, aua. Junge, 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 du. Ah, wir haben also Kontrolle hier. Und Freya dabei ist. Ja Mann, oh Mann, ey. Deine Axt! Ziel auf meine Siegel! Halt es auf!
sein. Steig aus! Einen so heftigen Angriff kannst du nicht blocken. Versuch, deine Axt zu werfen. Was ist das? Das war's. Es ist wirklich vorbei. Und jetzt, wo du hast, was du willst? Ich vermute, an diesem Punkt vergebe ich dir oder töte dich. Wie entscheidest du? Ehrlich gesagt, bin ich zu keinem davon fähig. Es gibt einen Teil von mir, der ist so voll Hass. Er wird es immer sein. Er wird immer hasserfüllt sein. Aber nein. Du bist nicht derjenige, der sterben muss. Das erkenne ich. Hör zu. Alles, was zwischen uns geschehen ist. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir. Nicht deswegen.
Ich bereue nicht, dich gerettet zu haben. Das werde ich nie. Aber die Entscheidung zwischen Leben und Tod hätte die deine sein sollen. Ich hätte dir die Wahl nicht abnehmen dürfen. Amulett. Man kann verbessert werden. Probieren wir das mal. Verwaltung. 5 von 5. Können wir noch was anderes? Nein, bis jetzt noch nicht. Ja. Da ich was jetzt wieder für eine Wahl. Ich selbst bin. Sollte ich mich meinem Bruder stellen? Und danach? Ich weiß es nicht. Es ist lange her, dass ich eine Wahl hatte. Das will ich einen Moment genießen. Ich dachte, wir müssen gegen die kämpfen. Das wär's. Wir können diesen Weg zurück zum Lager nehmen. Ich kann bei den Ranken helfen. Steck deine Klingen in die leuchtenden Ranken und zünde sie an. Glück. Ah, jetzt können wir da durch. Jetzt können wir durch. Oh, ich bin sicher, er hätte nichts lieber, als dass alles wieder so wird, wie es war. Und die Verantwortung der Führung mir zu überlassen. Alles hat seinen Sinn. Ah, jetzt. Na super. Siegfeldsteuerung. Aua. Ja, komm noch mehr. Ja, komm her, komm her. Gegner hinter dir. Komm hoch. Gut so. Wie sieht der aus wie ein Avatar, Alter? Genau so. Du setzt deine Wut effektiv ein. Nun, man lernt das zu nutzen, was man hat. Gut zu wissen. Es ist nicht so, dass ich auf Freyr wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt, mein halbes Leben. Solche Pflanzen haben wir vorhin schon gesehen.
Frost sollte ihr Gift schnell neutralisieren. Tja, das ist jetzt interessant. Wie können wir da durch? Können wir irgendwie klettern? Geht wohl nicht. Ich glaube, da es mehrere sind, brauchen wir eine andere Strategie. Versuchen wir es mit einem Siegel. Was für ein Siegel? Und wie? Was für ein Siegel? Und wie soll das gehen? Habe ich noch nie gemacht. Das stimmt, das haben wir auch immer vernachlässigt. Einiges für den Kampf. Schaden. Was für ein Siegel? Wie soll das denn gehen? Aber durchlaufen oder nicht? Verwenden Sie Siegelpfeile. Ach so, warte mal. Und das Siegel sollte sie jetzt auch ohne Axt eingefroren bleiben. Sehr gut. So. Verstanden. Dann geht's weiter. Augenblick. Na, egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Aua! Achtung, das sind Hirsche. Starke Manifestationen von Runenmagie. Was? Das ist das Viecher. Schwarze Löcher. Können wir einfach durchlaufen hier. Wir laufen mal durch. Moment. Sköll und Hati sind in Vanaheim? Die Riesen haben sie wohl vor Odin gerettet und hergebracht. Sieh nur, das Licht weckt die schlafenden Wurzeln. Sie strecken sich, um die Sonne zu begrüßen. Wunderschön, oder? Kein Vergleich zu den Schneedecken Midgards, an die ich mich gewöhnen musste. Der Zug gen Osten, genau wie in meiner Erinnerung. Wenigstens ist nicht das ganze Reich den Jägern und Besetzern zum Opfer gefallen. Ich schätze, es gibt hier noch etwas, wofür man kämpfen kann. Das man verteidigen muss, auch wenn schon viel Schaden angerichtet wurde. Vielleicht gilt das auch für Freya. Freya. Na, kritisch. Aber warum lieber die Axt? Hä? Entfernen, indem sie L2. Warte mal, L2. L2. Du
kannst nichts ausrichten, ohne die Mutter zu zerstören. Ein großes, knolliges Ding, nicht zu übersehen. Da hinten. Und ich laufe einfach mal durch. Okay, so geht's auch. Meine Siegel können ihre Schilde durchbrechen. Sie sind jetzt schutzlos. Ach, das war gut. So, Pfeil R1. Ach, keine Ahnung. Durchschlag. Na, komm hoch. Alter. Mein Gott, Schildschlag. Wie viele kommen denn noch? Warten nur. Blöden Armbrust. Mein Gott. Wo lang jetzt? Hier lang? Oder hier unten? Ach, da unten. Da unten. Es ist so viel passiert, seit ich Freyr zum letzten Mal sah. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was willst du von ihm? Eine Entschuldigung wäre ein Anfang. Ich will ihm vergeben. Er hat sich hoffentlich geändert. Er ist alles, was mir bleibt. Hast du dich je bei Deimos entschuldigt? Vergebung zu suchen ist schwer, wenn man sich unwürdig fühlt. Wie kommen wir jetzt hinüber? Ich dachte, wir wären jetzt wieder zu Hause. So, Elementen verbinden. Meine Siegelpfeile müssten das Feuer über den Fluss bis zum Gestrüpp tragen. Okay, wie kann man das jetzt nochmal ändern? Das nicht? Nee, das wollte ich gar nicht. Kann man... Oder hier? Platzieren die das Objekt. Können wir nicht durch. Wir müssen das irgendwie ändern. Yeah.
Kann doch nicht sein, ey. Also hinten, das haben wir schon mal. Aber wie kann ich... Kann ich denn das... Auf jeden Fall was drückt. Hä? Ah. Oder? Geht nicht. Mist. Wie kann ich denn das da ändern? Platzieren Sie ein... Ziehen Sie Siegel. E1. Das ist es nicht. Ach so. Okay. Ich weiß jetzt nicht so super Bescheid, aber halt Freya. Geht nicht. Nochmal da gucken. Alpha, das ist es nicht. Fähigkeiten, Waffen ist noch. Ach hier. Besser natürlich. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Oder warte mal, ich habe eine andere Idee. Das geht nicht. Platzieren Sie Siegel auf Flussobjekten. Da können wir ja auch nichts machen. Was ist hier? Mal hier probieren. Können nichts machen. Und Dornenranken. Die sind größer. Flussobjekten. Guck mal, das ist da. Hier ist ja nichts mehr. Aber wie kann ich diesen Pfeil da ändern? Das muss ich nochmal
genauer erklärt haben. Warte mal, irgendwas muss ich da drücken. Ja, das leuchtet ja auch. Deswegen muss ich das ja auch... Nein. Ah, so ein Mist aber auch. Dafür will ich auch nicht mehr warten. Sonst machen wir das einfach in der nächsten Folge. Also dranbleiben. Also, ciao, ciao.